Willkommen zurück bei Transportfieber 2. Wir hatten ja darüber philosophiert in der letzten Folge, ob wir nicht eine etwas größere Route planen zwischen Nagpur, Shymkent und Jakarta und dann wieder über Shymkent zurück nach Nagpur. Dass wir die dreimal so untereinander mischen. Und ich würde sagen, huch, das wollte ich nicht, dass wir das machen können. Da muss aber erstmal die Infrastruktur in Shymkent stimmen. Oh, es gibt die Hochgeschwindigkeitsgleise. Geil. Wieso kann ich ja eigentlich immer noch nichts verbessern? Das Verbesserungstool gibt es noch nicht. Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber okay. Macht nichts. Hm, brauchen wir noch nicht. Noch nicht. Bevor sich da jetzt jemand niederlässt. Gleistechnisch. Mal dran denken, dass ich die jetzt immer direkt mit Oberleitung baue. Ist unglaublich, wie viel Spaß mir das Spiel macht. Ey, der erste Teil hatte ich ja schon mal erzählt, der war ja super, ne? Aber der zweite Teil hier. Echt geil, was sie damit gemacht haben. So schrecklich. Und so teuer. So. Okay. Wir werden dann auch bald für Nagpur die Baumaterialien herstellen und wir können die sogar mit Werkzeugen schon beliefern. Aber erst ist noch mal Plan. Ja, hier so durch, ein bisschen durchs Wäldchen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir Linie. Ich überlege gerade die. Ach shit. Die Baumaterialien. Ne, warte mal, dann machen wir das anders. Dass die. Oh fuck, das geht aber nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir die beiden äußeren Gleise für die Passagiere aktuell und dann die beiden inneren später für die Waren. Aber das macht keinen Sinn, weil ich hier jetzt nicht mehr die umbauen kann. So, ich kann das schon, aber da müsste ich jetzt alles abreißen und könnte eigentlich direkt einen neuen Bahnhof bauen. Deswegen bauen wir später einfach einen neuen Bahnhof für die Waren oder wer. Naja, das Problem ist, wenn ich jetzt, also meine Überlegung war, ich führe jetzt die eine Bahnlinie mit den Passagieren, die wollte ich hier so schön, gibt eine neue Lok, hier außenrum, ne, dass das eine neue Linie wird, aber wenn ich die hier außenrum führe, dann kreuzt die, egal wie ich es hier unten erstmal mache, später die Baumaterialienlinie. Wenn ich sie aber hier links vorbei, hier am Holz vorbeiführe, hier an Baumaterialien vorbeiführe, dann haben wir kein Problem später mit den anderen Linien, dass irgendwo auf jemand gewartet werden muss. War einleuchtend, oder? Ja, okay, ich habe dein Ja gehört. Dann wir nehmen direkt die Highspeed-Gleise. Früher oder später. Ja, später brauchen wir die dann sowieso. Das missfällt mir. Hier ohne Verluste hoch? Ah, geht ja. Und
ohne dass die Landschaft da so krass umgemorpht wird. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich hier immer ein bisschen länger brauche. Aber ich möchte ja wirklich, dass es ein bisschen schön wird. Okay, das ist jetzt zum Beispiel schon mal wieder Humbug. Die muss ja so ein bisschen rechts vorbei, nicht hier links hoch. Das war schon mal wieder ein bisschen verkehrt gebaut. Auch wenn es nur kleine Nuancen sind, aber ich möchte es schön für uns alle haben. Ah, Moment. So. Ah, welchen Anschlusspunkt nehmen wir denn hier? Den, die unteren mal für andere Gelegenheiten später, wenn da hier rechts von uns aus gesehen noch irgendwohin mal später eine andere Linie führen soll. Planieren wir hier direkt mal noch ein bisschen größer machen. Vergessen? Nee, ich glaube, hier waren wir schon. So. Das Ding ist halt, wenn ihr später vielleicht mehrere Züge fahren auf der Linie, dann möchte ich ungern die inneren beiden benutzen, weil wir dann ja noch eine zweite Spur für den Rückweg brauchen und da ja, weil das hier unten direkt alles belegt. Das finde ich dann ein bisschen blöd. So, nach Jakarta geht's dann. Das wird ein weiter Weg. Oh, ist ja nicht schon weit genug zwischen Schimkent und Nagpur. Na, da wohl. Ist gar nicht so viel weiter. Kommt alles auf die Perspektive drauf an. Okay, dann einmal hier schön um den Berg drumherum. Gibt auch irgendwie einen Erfolg. Ich bin jetzt nicht so der Erfolgsjäger, wenn die nebenbei passieren wie in der vorletzten Folge irgendwann mal. Dann ist es okay. Dass ich jetzt speziell nach den Erfolgen spiele, die es da in sämtlichen Spielen gibt, das juckt mich eher weniger. Wenn dann nebenbei was passiert, okay. Wenn nicht, dann ist auch noch so. Aber es gibt einen, ich habe mir die mal angeguckt, es gibt einen Erfolg, dass man irgendwie, oder wenn man einen Zug über 400 Meter, also über 400 Meter Höhenlinie fahren lässt. Das heißt, man müsste irgendwie hier so einen Berg hochschicken. Irgendwie ganz gekonnt. Ein bisschen außenrum. Das nützt nichts. Da müssten wir auch später den Shinkansen kriegen, wenn mich nicht alles täuscht. Da könnte ja dann einige schöne Touren, das ist viel zu eng. Manchmal ist eng gut, beim Gleisbau eher weniger. Geht sogar. Shit, das ist ja schon der nächste Berg. Och nö. Ja, da müssten wir wohl hier doch einen Tunnel
kriegen den hier auf jeden Fall. Oh. Das wird ja hier schon ein bisschen hügelig. Ich probiere mal eben was. Jetzt mal zum Testbau. Hier keine 200 km/h mehr drauf haben, wenn er hier gleich in die Station reindüst. Ja, ich glaube, so ist ein bisschen besser. Scheiße. Ich weiß, man kann das auch mit Punkt und Komma dann so ein bisschen die Höhe anpassen. Kommt drauf an, das bringt nicht immer was, bringt schon immer mal was, aber bei manchen Dingen macht es das dann für einen Moment besser, aber für den nächsten Abschnitt dann schlechter. Also. So, okay, hier müssen wir nochmal viel Betreuungsarbeit leisten, damit das wieder schick wird. Ich dachte gerade, hier kommt schon ein Zug angefahren. Tagchen, Herr Baumaterialzug. Hup, hup. Hup mal. Ah ja, stimmt, da war ja was. War ja noch gar nicht fertig. Ich glaube, hier wäre es wirklich am sinnvollsten, da mal durch den Berg zu gehen. Überzeugt mich nicht so. Der schon ein bisschen eher. Oh, 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 nee, kein Fall. So, es ist doch okay. Nicht super, aber es ist okay. Ach, guck mal, gibt schon wieder neue Passagierkabinen. Waggons. Eine neue Tram. Irgendwie nicht so geil hier gerade. Müssen wir mal ein Stückchen wegnehmen. Ja, der Schlenker hier stört mich. Jetzt sind wir dann wohl so übel doch. Ah ne. So geht's. Gut, doch keine Kompromisse. So, gut. Dann machen wir die Linie noch fein. Dann können wir die Linie bauen oder errichten, anlegen und dann können wir eine schöne Lok losschicken. So. Von da nach da nach da und wieder zurück. Genau. Wenn wir dann nachher mehrere fahren lassen, dann machen wir hier einfach noch ein Nebengleis, dass die dann wieder. Genau,
müssten wir da auch noch eins bauen. Das können wir vielleicht gleich noch machen, wenn der Zug das erste Mal unterwegs ist. Und hier überlegen wir uns dann was. Dann lassen wir das hier wieder zusammenführen. Okay, super. Könnten ja eigentlich auch für hier hinten noch ein eigenes Zugdepot bauen. Ja, 45, so wahnsinnig viel mehr wird das gerade gar nicht. 51. Ja, jetzt kommt er hier unten gerade wieder an. Der springt immer so zwischen minus und plus 500.000, 600.000 hin und her. Aber das wird schon noch. Bin ich fest von überzeugt. Okay, neues Fahrzeug. Oh, guck mal, noch eine neue Lok. Dann können wir uns ja gleich aus zwei neuen was raussuchen. Die war ja schon neu, die der Zug da dran hat. Da gibt es ja nochmal neuere, also ganz neue zwei. Überleg jetzt wegen Zugdepot. Könnte eigentlich die letzten beiden nehmen und dann zusammenführen und dann ein kleines... So, so kriegen alle was ab. Okay. Was kann ich denn? Das geht nicht. Okay. Na gut, dann noch keine elektrische. Na gut, 1931 sind wir gerade erst. Es gab jetzt, also die ist neu. 100. Nee, doch, die hatten wir schon. Dann ist nur die neu. Aber die fährt auch nur 85. Hat dafür ordentlich Leistung und eine richtig krasse Zugkraft. 1,3 Millionen im Jahr. Boah. Ja, welche bauen wir dran? Die? Ich würde mal bei der erstmal bleiben. Die ist vielleicht ein bisschen zu überdimensioniert, wobei das dann hier unten noch gut wäre. Aber das, die Kohle kriegt die niemals rein. 100 Kapazität, mehr auch nicht. Wenn, dann höchstens noch eine zweite. Oder vielleicht sogar eine dritte von den Dingern auf der Linie. Okay, na dann. Moment, mir fällt was ein. Hab was vergessen. Nicht nur das hier oben. Moment. Hier gibt es nämlich noch gar keine Infrastruktur. So geschrieben? Schön kennt, ja. Ach, jetzt gibt es sie auch mit Busspur schon. Cool. Thank you.
schon noch neuere. Ich glaube dann eher davon nochmal zwei von den älteren. So, jetzt. Gut. Okay. Da kommt er. Unser neuer Zug. Oh, der hat sogar schon einen dabei. Das ist ja goldig. Sieht aber auch schön aus hier mit den Bergen. Das gefällt mir richtig gut. Neuer Bus. Schade. Den Mythos Bahnhof verstehen die hier noch nicht so ganz. Zustand von Zug 7, Rohöl 1. Oh, die sind beide schon relativ alt. Ja, dann würde ich die beiden mal... ...119 Kapazität hatten die beide, okay. Was? Nein. Was ist... Lass uns die beide mal neu bauen. Ich glaube 108 reicht jeweils. Haben wir leider verpasst. 5 Leute hat er mitgenommen. Den einen hat er hier abgesetzt, den er dabei hatte. Und zurück geht's über Chimkent. Och, guck mal. Es wird gerade recht viele angezeigt, aber die wollen in die andere Richtung. Die wollen nach Jakarta. Das ist natürlich schwierig jetzt für den Einzug, das alles zu befriedigen. Da bräuchte man halt einen, der dann entgegengesetzt schon wieder in die andere Richtung fährt. Mal schauen, wie wir das am... besten machen. Wir können ja von mir aus schon mal, das wird früher oder später hoffentlich gut gehen, dass wir dann noch einen zweiten einsetzen können oder vielleicht sogar müssen. Deswegen bauen würde ich die Linie schon mal. Wobei, das ist schon ganz gut angeglichen hier. Geht eigentlich. Da ist er ja wieder. Na meiner, wie läuft's? Oh, 83. So wie du Profit abwirfst, gebe ich dir noch einen Kollegen, der dich unterstützt. Auf deiner quälend langen Reise.
so viele bräuchte man gar nicht. Ich glaube nicht, dass hier später mal 10 Züge oder so fahren. Zack, 50 Folgen später 15 Züge fahren auf dieser Strecke. Natürlich echt geil. Aber das glaube ich nicht. Gut. Och, guck mal. Na doch, wenn er... Ja, geht schon. Geht eigentlich. Der wird jetzt wieder weniger mitnehmen. Richtung Nagpur. Na gut, Richtung Jakarta Nord stehen auch nur 12. Ich dachte, da stehen wieder ein paar mehr, aber passt. Warum? Nimmt er nicht den Rückweg? Ein Signal verkehrt gesetzt oder was? Das müsste jetzt, wenn er gleich fährt, müsste die Linie umschwenken. Über beide Gleise geht. Eigentlich sollte sie das machen. Nee, geht nicht. Ah ja, vergessen. 25 hat er jetzt mit. Na, ist nicht so die Welt. Ah ja, ja, vergessen. Hier, zack. So, jetzt funktioniert's. Echt kleiner Fauxpas. Na gut, den lassen wir erstmal noch eine ganze Weile fahren. Können wir in der Zwischenzeit nochmal gucken, ob wir... Oh, stehen natürlich jetzt einige rum, ne? Wie viel hatten wir hier? 3? Wir sind schon 3 unterwegs. Es reicht eigentlich nur, weil bei der einen so viele sind. 35 von 133. Yeah. Brot zu 100%. Wow. Treibstoff sieht ganz gut aus. Oder sieht hier sogar sehr gut aus. 77, der ist voll, okay. Das sollte ich hier vielleicht Treibstoff. Die Fahrzeuge. Setzen wir mal die komplett da. Jedes nochmal 2 extra. Das sollte dann wieder besser funktionieren. Und bei der Nahrung 18. Wir haben gerade erst was geliefert. Dauert also noch. Okay, wie läuft es denn hier? Oh, hier gibt es einiges. Boot, LKWs, LKW. Noch jetzt gerade nochmal LKW, wo ich sie gerade ausgetauscht habe. Na gut, nicht so schlimm. 84 von 108. Da lädt auch ungefähr so viel ein. 54 von 98. Von den Zügen jeweils einen Waggon wegnehmen. Von denen hier wahrscheinlich auch, aber die Linien laufen immerhin ganz gut. Alle. Das sieht gerade echt gut aus. So. Na gut. Und wo bauen wir unseren Firmensitz hin?
irgendwo in den Bergen, hier oben hin. Auf dem höchsten Berg. Es geht halt, du brauchst dafür für das Teil noch nicht mal eine Anbindung oder so. Am höchsten Berg. Nee, aber das passt dann wieder nicht so ins Bild. Vielleicht an irgendeinem See. Ja, so eine einsame Insel. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr Ideen. Ich lasse es mal noch. Scheißegal, wann man das Ding baut. Da ist er gerade wieder. Für 34 Leute kriegt er 1 Million. Okay. Ja, es ist sogar ganz gut dabei. Hätte ich gar nicht gedacht. Güter haben wir schon hin und her geschleppt. Ja, wird jetzt sowieso noch mehr in den nächsten Folgen. Es wird alles nur noch mehr. Es wird nicht mehr weniger, es wird alles nur noch mehr. Dadurch, dass wir jetzt hier dann mal anfangen, die Baumaterialien und die Werkzeuge hinzuliefern. Denn Jakarta, ja, mit den Waren, das wird ein bisschen so ein Problem. Könnten wir da oben herstellen lassen, aber ich dachte, hier wäre noch was gewesen. Baumaterialien und der bringt schon wieder neue. Alles klar, da weiß ich, was zu tun ist. Da können wir die nämlich auch endlich mal komplett ersetzen. Ja, das ist zwar gerade zu viel, was da rumliegt, aber durch die neuen, die können dann deutlich mehr mitnehmen. Und da können wir uns auch überlegen, so langsam könnten die sich unter Umständen ein bisschen behindern. Dass wir die LKW, wo fahren die? Ach, die müssen hier hin. Ja, gut, ich kann ja die Straße hier anschließen. Dass ich sage, die fahren dann hier außen rum. Dann kommen die sich nicht ins Gehege. Oder hat sich da mittlerweile ein bisschen was, halt, ein bisschen was getan? Ist in einem schlechten Zustand, und zwar Getreide 1, da haben wir ja 4 Züge und die können wir jetzt wirklich alle mal ersetzen. Einen davon verkaufe ich jetzt, ja, und die anderen machen wir komplett neu. Das sind nämlich immer noch die allerersten. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber es ist ein Zug weniger. Die haben jetzt immer so 50 mitgenommen. Naja, ein bisschen, ja, mach mal eins weniger, 84. Nee. Die sollte erstmal noch eine Weile reichen. 16 Millionen. Ja, wird langsam teuer. Genau, das hier bauen wir jetzt auch um. Und zwar... Ist da leider mein Haus weichen.
fahren dann bitte hier außen lang. Nehmen dann die andere Haltestelle hier unten nämlich mit. Genau. So. Und die sich vielleicht hier nochmal kurz ins Gehege, aber... Liefern die, ich glaube, auch ein bisschen besser hier unten die Baumaterialien an. Gut, okay. Vielleicht einer zu viel mittlerweile bei den Baumaterialien. Könnte nur ein Rekord werden. Ja, 87. Wie sieht es bei dir hier aus? Boah. Geht so. Das ist der andere, der kommt hier gerade wieder an. 76. Ja, das ist ja gar nicht so verkehrt. Jakarta entwickelt sich langsam. 110%, das können sogar mehr als 100% werden, wenn da mehr geliefert wird. Okay, das ist ja krass. Wusste ich gar nicht. Sehr gut. Ich glaube, beim Treibstoff könnten wir eigentlich auch welche mitnehmen, wegnehmen. Nehme ich mal zwei weg. Da passt jetzt deutlich mehr rein. Ich weiß nicht, wie viel lieferst du aktuell? 77? Noch ein bisschen Platz. Die hänge ich vielleicht noch mal noch einen an. Ah, der hat immer noch die alten Dinger dran. Eigentlich könnten wir den auch... Wie alt ist denn der? 53 Jahre. Ja gut, dann können wir den auch mal komplett ersetzen. Dann machen wir einfach mal einen neuen. Der hat aktuell 77 Kapazität. So, machen wir mal 96. Zukunftstechnisch gedacht. Neue Pritschen LKW gibt es auch. Es wird langsam echt teuer mit den Loks und so weiter. Ja, gut, er hat jetzt mal 91 mitgenommen, das wird bei der nächsten Tour wahrscheinlich nicht so viel. Ja, da fehlt immer noch was, er ist immer nur erstmal Stufe 2. Das Ding ist noch nicht weiter. Vielleicht muss das ja auch erstmal bei gewissen Sachen weiter voranschreiten, bevor das mehr wird. Ah, da bringt immer noch eine Menge mit. So ein Goldesel. Okay, nö, läuft ja nach wie vor echt gut. Ne? Alles im grünen Bereich. LKW-Baumaterialien natürlich nur dann, wenn es auch was zu liefern gibt. Aber der Rest sieht ganz gut aus. Es halt echt nicht, was besser wäre, wenn ich entweder zwei Züge A150 nehme bei der Route oder halt einen mit 300. Weiß ich nicht, was besser wäre. Eigentlich ja der eine mit 300, weil ich dann ein bisschen Betriebskosten sparen könnte, aber... Oh! Das wird immer mehr, okay. Wird immer noch ein bisschen was dran. Passt du da hinten noch rein? Ja. Ich weiß, da lag deutlich mehr rum, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange das hält. Okay.
Okay, 48, wo ist der Zug gerade? Der fährt gerade erst mal wieder hier hin. Okay, der wird demnächst noch deutlich mehr mitnehmen, wenn der dann auch mehr Steine mitschleppt beim nächsten Mal. Eigentlich, der Zug ist doch mittlerweile auch 42 Jahre alt. Hat auch noch so eine ganz alte Lok dran. Komm, wir ersetzen den auch mal. Der hat das sogar noch geladen. Das wollte ich vorhin mal wissen. Okay. Der ist jetzt auch noch mal ein bisschen flotter unterwegs. Dass da so viel auf einmal rumliegt? Na gut, die haben höheren Bedarf dort in Jakarta. Zieht dann alles so ein bisschen nach sich. Okay. Können wahrscheinlich noch mehr dranhängen. Ich weiß halt nicht, wie viel dann hier verarbeitet wird in der Zeit und der dann mitnimmt. ...83 hat er jetzt mitgenommen, okay. Steigt echt schnell hier hinten. Können ja da nochmal zwei dranhängen von mir aus. Je nachdem, wie sehr das noch ausartet hier. Da liegt echt einiges rum, also das wäre ganz geil. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das hier nochmal den zweiten Frühling erlebt. So, 132, mehr aber nicht. Das neue Hochhäuser? Sind die neu? Was fällt mir jetzt erst auf? So, der kommt jetzt an. Also 225. Ja doch, das steigt schon sehr schnell noch. Ausgaben steigen, aber Einnahmen steigen enorm. Millionen. 71 liegen rum, da müsste doch. Da kommt er gerade wieder. Die packen das ja locker, ne? 33. Gucken, wie viel der jetzt mitnimmt, ob das nochmal mehr wird. Den könnten wir dann, der muss bestimmt auch mal bald ersetzt werden. 43 Jahre. Schon, wenn wir alles auf Elektro später umgestellt haben. Na gut, 87, das ist ja eigentlich okay. So, der hat wieder aufgeladen, da sind es noch 76, es könnte sich gut einpendeln mit den 132, mal gucken, vielleicht dann später noch mal ein weniger. Ah, okay, gut zu wissen. Okay. Und hier der neue. Er macht sich ganz gut. Er gibt sich wirklich Mühe. Fein. Okay. Na gut.
Nagpur, du bist als nächstes dran. Ist eine eigenwillige Straßenführung hier, aber warum nicht? Kann ja jeder machen, wie er will hier unten. Na gut, dann werden wir Nagpur als nächstes bestimmt versorgen. Die Leute stehen hier um 32 schon wieder. Ah ja, da kommt gerade wieder. Stimmt. Okay, gut. Dann machen wir jetzt beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.